Ab dem heutigen Sonntag stehen einige Länder nicht mehr auf der Liste der Hochrisikogebiete. 19 Länder und einige Inseln wurden gestrichen, wie das Robert-Koch-Institut bekannt gab. So zählt unter anderem Spanien samt den Balearen und Kanarischen Inseln nicht mehr zu den Hochrisikogebieten. Gleiches gilt auch für Großbritannien, die USA und Marokko. Das bedeutet, dass sich die Rückkehr nach Deutschland aus diesen Ländern ab jetzt erleichtert. So muss keine digitale Einreiseanmeldung mehr ausgefüllt werden. Allerdings müssen Reisende weiterhin einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen können. Wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt ab 6 Jahren einen negativen PCR- oder Antigen-Test. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das RKI hat keine neuen Hochrisikogebiete ausgezeichnet, Virusvariantengebiete gibt es momentan nicht. Wer aus einem Hochrisikogebiet zurückkehrt, muss sich 10 Tage in Quarantäne begeben. Diese Regel gilt für Geimpfte und Genesene nicht. Ungeimpfte können nach 5 Tagen durch einen negativen Corona-Test die Quarantäne frühzeitig beenden.